Eure Karl Meisters aus Burgrieden präsentieren Inovo und The Both Shatters. Nur Inuvo war ruhig sitzen geblieben, obgleich die Töne gerade unter seinem Sitz erklungen waren. Kein Zug seines braunen, unbeweglichen Gesichtes verriet eine auch nur leise Spur von Überraschung oder gar Bestürzung. Die erschrockenen Passagiere an Deck schien er keines Blickes für würdig zu halten. Da öffnete sich eine Luke, aus welcher ein Mann stieg, bei dessen Anblick mir jenes Brüllen sofort erklärlich wurde. Es war Forster, ein berühmter Tierbändiger, welcher damals mit seiner Menagerie die größeren Städte an der Ostküste der Vereinigten Staaten besuchte. Überall, wohin er kam, regte er durch die Macht, welche er über die wildesten Bestien ausübte, größtes Aufsehen und Bewunderung. Die Kästen gehörten ihm und enthielten die Käfige seiner zoologischen Unternehmung. Der Indianer hatte auf dem Holzkasten, der den Käfig des Löwen enthielt, Platz genommen. Er hatte das Tier durch das dabei verursachte Geräusch aus der Siesta aufgeschreckt und zu jenem zornigen Brüllen veranlasst, welches Forster gehört hatte und nun natürlich herbeigeeilt kam, um die Ursache dafür zu erfahren. Im vorsichtigen Europa würde man sich allerdings sehr hüten, einer kompletten Menagerie Platz auf einem Transportschiff zu gewähren, welches auch die Bestimmung hat, Reisende zu befördern. Der Amerikaner aber ist denn selbst in solchen Dingen weniger diffizil. In diesem Land hat die Gefahr ihre Heimat. Nur das Unerwartete hatte die Reisenden erschreckt. Als man jetzt die Bestimmung der zahlreichen Kästen begriff, lachte man über die Furcht, welche man gezeigt hatte, und bat Forster, den Besitzer der Tiere, die Umhüllung der Käfige zu lüften. Well, ich habe nichts dagegen. Wenn es euch Spaß macht, Ladies und Gentlemen, ein wenig frische Luft würde den Kreaturen gut tun. Aber fragt den Captain, auf eigene Faust darf ich es nicht tun, antwortete der geschäftstüchtige Mann und wandte sich dann an den Indianer. Wollt ihr nicht so gut sein und von eurem Thron herabsteigen, Mann? Der Löwe ist König und mag nicht gern jemanden über sich leiden. Der Angesprochene machte, ohne die Lippen zu öffnen, durch eine leichte abweisende Handbewegung deutlich, dass es ihm hier oben ganz gut gefalle und er nicht die Absicht habe, seinen Platz zu verlassen. Nun gut, mir soll es recht sein, aber beklagt euch nicht, wenn euch etwas Ungemütliches passiert. Man brachte den Käpt'n herbei, welcher nach einigen Zögern die Erlaubnis gab, die Käfige auf einer Seite von den Bretterwändern zu befreien. Mit Hilfe der Tierwärter war dies bald geschehen. Und da Forster diese Gelegenheit gleich zur Fütterung der Tiere benutzen wollte, so war den Zuschauern bald ein höchst interessantes und unterhaltendes Schauspiel geboten. Die Sammlung bestand aus meist wirklich prachtvollen Exemplaren und ganz besonders war es ein bengalisches Königstigerweibchen, welches die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Noch ungezähmt und in der freien Wildnis aufgewachsen, bot das Tier einen imposanten Anblick dar und riss durch den Bau seiner gewaltigen Glieder, die urkräftige Geschmeidigkeit seiner Bewegungen und den markterschütternden Ton seiner Stimme zu lauten Ausrufen der Bewunderung hin. »Geht ihr auch in diesen Käfig, Sir?« fragte einer der Umstehenden den Tierbändiger. »Warum nicht? Von außen ist die Bestie nicht zu zähmen. Man muss hinein, wenn man ihr Respekt einflößen will.« »Aber ihr riskiert dann jedes Mal das Leben?« »Das habe ich schon 1000 Mal getan und bin es also gewohnt. Übrigens bin ich nicht unbewaffnet. Ein Hieb mit diesem Totschläger betäubt, wenn er kräftig geführt wird und richtig trifft das stärkste Tier. Aber ich brauche ein wenig Zeit. Die Macht eines echten und rechten Bändigers liegt ganz woanders. Zuweilen trete ich ohne jede Waffe in die Käfige.« »Aber in diesen hier würdet ihr euch so nicht wagen.« »Wer sagt euch das?« »Nein, das wagt ihr nicht zu tun.« Der Zwischenruf kam von dem Besitzer der Equipage, welcher bisher abgesondert von den übrigen die Käfige besehen hatte. »Ich wollte wohl $1000 für meine Behauptung setzen.«
Der Amerikaner hat eine Leidenschaft für Wetten und wo sich ihm eine pikante Gelegenheit zu einer solchen bietet, lässt er sie sicher nicht vorübergehen. Ihr seid unvorsichtig, Sir, antwortete Forster. Seht, wie ruhig und furchtlos der Indianer da auf dem Käfig des numidischen Löwen sitzt. Glaubt ihr wirklich, dass ich, der Besitzer dieser Tiere, weniger Mut besitze? Pscha, bei diesen Menschen ist es nicht Mut, sondern Ignoranz, Dummheit. Hätte er ein Verständnis für das Gefährliche seiner Lage, so würde er bald hier unten bei uns stehen oder sich in irgendeinen Winkel verkriechen. Er kennt ja den Löwen gar nicht. Diese roten Halunken verstehen nur, den Feind zu beschleichen und ihn dann in der Nacht und hinterrücks zu überfallen. Aber einer Gefahr offen und frei in das Auge zu schauen, dazu fehlt ihnen nicht weniger als alles. In Nouveau verstand jedes dieser Worte. Aber die Züge seines scharf geschnittenen Gesichtes blieben unbeweglich und kein Glied seines Körpers rührte sich zu einer, wenn auch noch so leisen, Bewegung. Ihr irrt euch in dem Indianer ebenso wie in mir. Wer die Völker der Prärien so kennengelernt hat wie ich, der hat sie zugleich achten gelernt. Macht euch nicht lächerlich vor dieser ehrenwerten Gesellschaft. Lasst dort nur das Stachelschwein heraus und ich bin überzeugt, dass er, sobald er es in Freiheit sieht, sofort vor lauter Angst in den Fluss springen wird. Diese Kanaillen sind ebenso feige wie grausam. Aber wir kommen von unserer Wette ab. Ich halte sie. Captain, ihr seid Zeuge. Das bin ich. Aber ich werde nicht zulassen, dass ihr zu dem Tier geht. Denn ich trage die Verantwortung, wenn an Deck ein Unfall passiert. Ihr werdet keinem freien Mann verbieten können, mit seinem Eigentum zu tun, was ihm beliebt. Und was den Unfall betrifft, so könnte er doch nur mir allein zustoßen. Und da bin ich doch wohl Manns genug, die Verantwortung selbst zu tragen. Oder meint ihr nicht? Der Captain war selbst Yankee genug, um nicht Interesse für eine solche Wette zu hegen, und da er mit der ausgesprochenen Warnung seine Pflicht getan zu haben glaubte, so antwortete er: Wenn ihr die Folgen auf euch nehmt, so kann ich nichts dagegen haben. Tut also, was ihr wollt. Tretet zurück, ihr Leute, macht Platz, befahl Forster und übergab dem Captain die mit dem Totschläger versehene Peitsche. Dann näherte er sich mit festen, sicheren Schritten dem Käfig und schob den Blick aufmerksam auf das Tier gerichtet, den Riegel zurück. Die Tigerin hatte sich im Hintergrund des engen Raumes niedergeduckt und lag den Kopf auf den Vorderpranken mit an der Wand emporstehendem Schwanz am Boden. Als der Bändiger sich der Tür näherte, riss das Tier die Augen auf und richtete sie rollend auf ihn hin. Dann verengten sich die Pupillen immer mehr und mehr, die Tatzen wurden gekrümmt und an den Körper gezogen, der hintere Teil des Tieres erhob sich leise und fast unmerklich. In dem Moment, in welchem der Riegel klang, flog ein kurzes Zittern über das weiche, schön gezeichnete Fell und im nächsten Moment donnerte ein entsetzenserregender Laut zwischen den Eisenstäben hervor. Ah, verdammtes Biest! Forster lag mit halb aus der Schulter gerissenem Arm blutend am Boden und das freigewordene Tier schnellte in mächtigen Sätzen an ihm vorbei und über das Deck. Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens erfüllte die Luft und jeder suchte sich zu retten. Es war eine Minute der größten Todesangst und Verwirrung. Die Menschen stürzten übereinander den Luken, Winkeln, Masten und Strickleitern zu. Und die übrigen Tiere erhoben ein solches Geheul, dass sogar das arbeitende Keuchen der Maschine unhörbar wurde. Ich war wieder auf die Ballen gesprungen, welche ich vorhin verlassen hatte, und blieb da oben. Vor Grausen erstarrt stehen. Gerade vor mir sah ich die junge Begleiterin des wettlüsternden Yankees, unrettbar verloren, an der Reling stehen. Liebe Kamalfreunde, ich wünsche euch einen schönen letzten Tag 2020 und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Bleibt gesund und munter und ich hoffe, wir sehen uns bei den Festspielen in Burgrieden oder auf einer anderen Karl-May-Bühne in Deutschland.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Bitte helfen auch Sie jetzt unter schlaganfall-hilfe.de/Karl May.